Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben ja jetzt die verbündeten Völker alle freigeschaltet, die es gibt, die ersten vier. Und ich wollte mit euch einmal kurz durchgucken, was können die Einzelnen jetzt spielen. Fangen wir mal mit der Allianz an, die Lernelfen. Ich finde übrigens, die sehen total geil aus, wenn ich mir die so angucke hier. Die können Krieger, Jäger, Schurke, Priester, Mage, Hexer, Mönch spielen. Paler geht nicht, Schamane, Druiden, Todesritter auch nicht. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass als Unterrasse die Lernelfen auch Druide machen können, aber geht leider nicht. Ist mehr mit Magie und Lehre. Na gut. Aber ist trotzdem eine schöne Auswahl. So, keine DKs, auf keinen Fall die neuen. Ja. So, die Lichtgeschmiedeten, da gibt es noch also nicht so viel Auswahl. Die können halt Krieger, Paler, Jäger, Priester oder Mage spielen. Bei den Rassenfähigkeiten würde ich fast schon sagen, das würde sich wirklich für eine Krieger- oder Paladin anbieten. Beim Lernelfen wäre es wahrscheinlich ein PvP-Heiler ganz gut, weil keine Zauberverzögerung durch erlittenen Schaden. Das wird, ich bin mal echt interessant, wie das auf dem BG wird. Ich werde eventuell hier einen Heiler nochmal spielen, um mir einfach das mal auf dem BG anzugucken. Dann gibt es auf der Hordenseite die Nachtgeborenen. Bei denen könnt ihr Krieger, Jäger, Schurke, Priester, Mage, Hexenmeister und Mönch spielen. Kein Paler, kein Schamane, kein Druiden. Dass sie kein Druide werden konnten, das wusste ich. Fand ich halt ein bisschen schade. Ich hätte gern Druiden, Nachtgeborenen Druiden gespielt. Gibt es aber leider nicht. Bei dem würde sich zum Beispiel anbieten ein Mage, gerade durch den erhöhten Magieschaden. Na? Widerstandsfähig gegen Arkan. Muss man mal gucken, wie das sich auswirkt. Ich bin echt gespannt, die BGs mit den neuen Rassen. Halla die Waldfee. Dann die Hochbergtauren. Können natürlich kein Paler. Haben auch nicht so viele Fähigkeiten, Sachen zum Spielen. Also Krieger geht, Jäger, Schamane, Mönch und Druide. Na? Einige würden wahrscheinlich jetzt einen Druiden anfangen, gerade wegen Vielseitigkeit erhöht. Die ist ja für die Tanks, Tankdruiden auch ein hoher Wert. Und widerstandsfähig gegen jede Schadensart. Ist halt auch prädestiniert eigentlich für einen Tank. Na, ich muss mal gucken. Ich hatte ja gesagt, ich spiele nur mit den neuen Rassen Sachen, die ich eigentlich nicht habe. Ich muss dann echt mal schauen, was ich da machen werde. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, was spielt ihr? Was oder was habt ihr vor zu spielen? Was interessiert euch mehr? Ich werde natürlich mir die Rassen auch angucken. Ich werde auch was hochspielen mit denen. Das machen wir dann Stück für Stück, eventuell auch mal im Stream. Mal gucken. Aber ich wollte euch erstmal so einen kleinen Überblick zeigen. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn wir dann anfangen, eine der Rassen zu leveln. Also bis dahin. Bye, bye.